4 Meter, so blind kann man nicht sein! Mit dem wahrscheinlich eindeutigsten Abseitstor der Bundesliga-Geschichte wurde das Spitzenspiel der Tipp 3 Bundesliga Powered by T-Mobile entschieden. Ich musste mich abregieren, dass ich jetzt hier wieder bei der Pressekonferenz und vor dem Fernsehen wieder ruhig und sachlich reden kann. Das habe ich schon mal gesagt, der Schiedsrichter bekommt trotzdem seine Prämie. Vielleicht ist er so nett und spendet es einen karitativen Zweck. Im Hanabi haben wir eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter schlucken müssen. Heute ist wieder zurückgekommen, es gleicht sich im Prinzip alles aus. Ich kann auch die Enttäuschung und auch die Wut verstehen, wenn so eine Fehlentscheidung natürlich ein Spiel entscheidet, ist das für einen Betroffenen wahnsinnig bitter und frustrierend, klarerweise. Wir können auch nichts dafür, dass uns der Schiri das Tor gibt, aber natürlich ist es bitter, wenn wir das gekriegt hätten, hätten wir uns genauso aufgeregt. So ist es im Sport und zum Glück waren wir heute die Glücklichen. Ich bin der Letzte, der jetzt nur auf den Schiedsrichter herummacht, aber es ist einfach eindeutig, dass im Frühjahr viele gravierende Fehlentscheidungen getroffen worden sind. Und es geht hier um sehr, sehr viel. Also es geht hier um den dritten Platz, es geht hier um Millionen Einnahmen für den Verein. Das darf man natürlich nicht vergessen. Das war eine riesen Fehlentscheidung vom Schiedsrichterteam. Trotzdem muss man sagen, dass wir die Chancen reintun müssen, weil ohne Tore gewinnt man auch kein Spiel. Nochmal, während im Spiel konnte man ja schon sehen, der Ball wurde abgewehrt und Roland Lind stand schon ganz allein. Bei uns war jeder aus dem Tor, was wir immer machen, rauslaufen, dass wir einfach auch so eine Abseitsentscheidung provozieren wollen dadurch. Aber okay, es ist passiert. Wahrscheinlich kommt morgen der Herr Kappel und sagt wieder, die Schiedsrichter haben alles richtig gemacht. So wie damals bei uns beim Rapid-Heimspiel, müssen wir 3 Elfmeter bekommen, wir bekommen keinen einzigen Elfmeter. Ich muss am nächsten Tag in der Zeitung lesen, Herr Kappel, ja, die Schiedsrichter haben keine Fehler gemacht. Dass die Partie jetzt natürlich mit so einer Entscheidung 1-0 gegen uns ausgeht, in so einer wichtigen Phase und entscheidenden Phase, das ist fast nicht zum Glauben. Sicher haben wir probiert, einem umzustimmen, aber es ist halt schade, weil nachher sieht man es auf der Leinwand, dass er 5 Meter neben dem Kratzer auf gleicher Höhe steht und den Ball dann reinschießt. Das ist halt bitter. Trotz aller Rückschläge werden auch in Zukunft in Graz nur die Briefe aufgegeben. Also die Chancen sind überall da. Die sind jetzt in der Meisterschaft noch da und sind im Cup da. Es ist einfach nur bitter, dass man halt so ein Spiel verliert. Das ist das Brutale. Und in 2 Tagen redet keiner mehr. Ich wäre auch so relaxed wie er. Ist doch normal. Er sagt, Fehlentscheidung kann er verstehen, ist normal. In 2 Tagen redet keiner mehr aus, die 3 Punkte. Ja, sicher werden wir probieren, den Cup zu gewinnen. Aber das sind immer K.O.-Spiele und da kann immer sehr viel passieren. Cups. Ich wünsche euch einen Cups.